Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen hier im Büro. Heute mal ohne mein Gesicht, dafür mit meinen Händen. Wir haben so schlechtes Wetter draußen, dass ich mir gedacht habe, wir wollen heute mal was basteln. Und zwar geht es um die Affenfaust. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Ja, von der Affenfaust gibt es natürlich schon haufenweise YouTube-Videos. Hier kommt jetzt mal meine Version. Und erstmal ein kleiner Überblick über die Historie der Affenfaust. Wie kann es anders sein? Es kommt natürlich, wie so viele andere Knoten, auch aus der Schifffahrt. In der Schifffahrt wird die Affenfaust oft als Schmeißleinenknoten bezeichnet oder auch als Kindskopf oder Affenkopf. Die Affenfaust ist mittlerweile in der deutschen Marine zum Beispiel verboten, weil es so viele Unfälle damit gab. Wenn so ein Knoten an so einem Tau dran ist und das wird an Land geworfen, das hat der ein oder andere Festmacher vor dem Kopf bekommen und das war natürlich nicht so gut. Weiterhin wurde die Affenfaust oft als Zierknoten verwendet, zum Beispiel als Knopf, ne, in einer kleinen Form oder auch als Gürtel. Ja, wenn ich eine Affenfaust habe, eine Schlaufe, kann das da drum machen, kann ich mir einen Gürtel herstellen. Viele kennen es auch aus dem Klettern, und zwar als Klemmknoten, wenn zum Beispiel metallische Klemmkeile in dem Gebiet nicht erlaubt sind, kann man sich aus verschiedenen starken Rebschnüren oder Seilen auch Klemmknoten selber herstellen und die als Zwischensicherung zum Beispiel verwenden. Ja, in Deutschland darf ich prinzipiell das machen. Ich sage prinzipiell, weil es gibt eine Besonderheit. Wenn ich so eine Affenfaust zum Beispiel als Wurfobjekt benutzen möchte, ist es natürlich so, das Ding ist jetzt nicht so schwer. Also könnte ich hergehen und das Ganze innen drin beschweren. Mit Gips, mit Holz, mit Kunststoff oder mit Metall. Aber das ist in Deutschland verboten. Die Affenfaust, wenn sie beschwert ist, ist sie in Deutschland als Totschläger eingestuft. Das heißt, das sollten wir unterlassen, hier irgendwas einzubringen. Gut, so, Affenfaust, ich habe die zum Beispiel auch hier an meinem Taschenmesser dran oder auch als Schlüsselanhänger. Also da kann man sich ja mit ganz verschiedenen Rebschnüren auch für verschiedene Einsatzzwecke etwas basteln. Jetzt kommen wir aber mal dazu, wie ich die Affenfaust mache. Ich habe jetzt hier eine Rebschnur, die hat so 4 mm. Und hier am Ende werde ich erstmal anfangen mit einem Knoten. Der kommt ganz am Ende. Diesen Knoten nehme ich zwischen zwei Fingern und wickel jetzt die Rebschnur dreimal um meine Finger. Und zwar so, dass dieser Knoten jetzt innen drin ist. Und jetzt beginne ich in die andere Richtung zu wickeln. Gehe ich jetzt hier zwischen meinen Fingern durch. So. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich diesen Bogen hier mit einwickle. So. Und immer darauf achten, schön parallel zu bleiben. So, wenn ich das jetzt soweit habe, kann ich das von den Fingern mal abnehmen, kann das so in der Hand halten. Jetzt müssen wir noch mal rum. Jetzt gehen wir hier einmal durch. Achten auf den Bogen. Gehen von hinten rein. Gehen wieder von vorne rein. So. Und jetzt auch hier den Bogen wieder mit einwickeln. Ups, das Ganze auch hier jetzt wieder dreimal. So, das letzte Mal durch. Prinzipiell haben wir unsere Affenfaust jetzt geknotet.
Jetzt müssen wir sie noch ein bisschen fester ziehen. Und jetzt kann man sich merken, wenn ich jetzt hier links oben eine Restschnur habe, ist hier rechts der Anfang. Also da unten drin ist mein Knoten. Jetzt kann ich hergehen, ziehe hier hinten links an dem Seil, ziehe jetzt hier rechts, ziehe wieder links, wieder rechts. Und jetzt kann ich das immer fester ziehen. Jetzt geht es diagonal weiter. Rechts, links, rechts, links, diagonal weiter. So. Das Ganze kann ich jetzt natürlich auch noch mal straffer machen. Ja? Das ist jetzt noch nicht ganz so fest. Also ich kann dann noch mal hergehen und das Ganze noch mal durchziehen. Das wird natürlich ein bisschen fummeliger. Ja, aber so habe ich die Möglichkeit, diese Affenfaust auch wirklich schön straff und fest zu machen. So, machen wir es mal schnell. Wenn man weiß, wo man ziehen muss, geht es. So. Und zack. So. Die Affenfaust ist fertig. Manche machen die ein bisschen anders. Die machen nicht das Ende da mitten rein mit dem Knoten, sondern lassen auch das Ende rausschauen. Damit habe ich dann zwei Seilstränge, die rausschauen, und die kann ich mir dann miteinander verknoten. Ja, das würde dann ungefähr so aussehen. Ja. Ich mache das immer so und habe jetzt hier die Möglichkeit, je nach Anwendung, was ich jetzt damit vorhabe, jetzt zum Beispiel noch eine Schlaufe abzuknoten. So, damit ist unsere Affenfaust fertig. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Nachmachen. Bis dann.